Hallo Freunde der nachbarschaftlichen Gelbsucht, hier ist wieder euer Mario und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt, hier bei mir in meiner ziemlich vollen, also quasi am Rande der Bevölkerungsexplosion stehenden Nachbarschaft. Bin ja voll, 100 Stück, 100 Nachbarn habe ich, 38 wollen noch rein. Ich habe jetzt eben, wie gewohnt, ein bisschen Platz gemacht. Ich werde versuchen, wenn ich dran denke, das Video zu verlinken, in dem ich erkläre, wie man hier reinkommt, wie ich hier dann vorgehe, wie das alles abläuft. Dauert, ich glaube, 5 Minuten oder irgendwas. Falls ihr Interesse habt, guckt euch das Video an, dann wisst ihr Bescheid. Müsst ihr nicht ständig wieder fragen und euch den Kopf zermartern und mir meinen Kopf zermartern. Und deswegen, ich fange jetzt an. Es müssten eigentlich genug sein, dass ich 2-2-2 machen kann und... das vielleicht sogar zweimal, das bin ich mir nicht sicher, aber einmal geht es auf jeden Fall durch und dann muss ich halt gucken, wie es dann ausreicht. Also mach ich hier einmal den, was auch immer das hier ist, Zahlenkombination, sehr wahrscheinlich ist es deine Safe-Kombination, ist bestimmt dein Passwort am besten noch oder so. Ich füge dich einfach mal hinzu, 1611 19 705 05. Jesus. Und den Aaron Feine 90, da nehme ich mir 2 Stück von unten. Einmal den WCE 65 Zabalöf. Ich bin schon ein bisschen zu weit. Nur ein kleines bisschen. Und den Wolf 357. Ernsthaft, Leute, was reitet euch? So, das waren, lassen wir rechnen. Das waren 38 minus 4 sind 34. Die Hälfte davon sind 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ich glaube, das ist hier der Jack Vogel und John Deere. Dann nehmen wir erst den Jack. Der Jack. Jack Vogel, wo ist der andere jetzt hier? John Deere. Und jetzt. Ich mache jetzt lieber nur noch 1-1-1, weil 2-2-2 geht sehr wahrscheinlich nicht mehr. Ich werde es dann gleich sehen. Machen wir hier eine Basic Green. Das ist mal eine ohne Zahlen. Gibt's ja gar nicht. Eine ohne Zahlen. Travel X 2020. Oder 2020, je nachdem. Oh, jetzt muss ich natürlich. Jetzt habe ich nicht. Ich muss gucken. HJK. Ne, Justin. Sehr wahrscheinlich ein Justin. 1404 könnte das Geburtsdatum sein. Funktioniert noch. Body, ja. 12-28-8. Dritte 16, geil. Was haben wir hier noch? The Knight. Geht nicht mehr. Tut mir leid für dich. Musste warten, bis irgendwann anders. Blub. Das habe ich natürlich vergessen, hier schon mal dahin zu laufen, wo ich eigentlich hin muss. Hab mir ja schon wieder logischerweise die nächsten Fünfe rausgesucht. Normalerweise bin ich ja so intelligent und springe dann wenigstens schon wieder hin. Hier, eigentlich muss doch hier, wo ist er denn jetzt? Da ist er doch schon. Hier, Doppler 02, Stufe 114. Wollen wir doch mal schauen, wie dein Springfield aussieht. Ob es mich gleich... Was war das? Ich will es gar nicht wissen. Doch, eigentlich will ich schon wissen, aber ich sehe schon keine Straßen. Alles auf einen Haufen geknorzt. Doppler 02. Du, oh Jesus. Okay, ja, gib viel Prozente extra und so, ich weiß, aber es sieht halt scheiße aus. Das lässt sich ja nicht leugnen. Ich habe ja auch so Ecken, in denen es so aussieht, aber du hast hier oben in deinem Heiz nicht eine einzige Straße gebaut. Fällt mir nur gerade mal so auf. Aber Hauptsache die Monorail mal für 2 Sekunden hier durchfahren lassen. Damit auch jeder das Elend da oben sehen kann. Die Heiz sind gar nicht so toll, wie sie alle sagen. Von wegen, da wohnen die Reichen. Hier unten sieht es ein bisschen besser. Okay, kaum habe ich den Mund aufgemacht. Schon bin ich in der nächsten Ecke, in der wieder nur alles bunt zusammengewürfelt ist. Ah, das ist ja interessant. Hast du hier in deinem... die Polizeistation direkt nebendran. Na ja, gut. Warum auch nicht? Und hier ist auch schon wieder so ein O. Wie hier oben auch. Das hier sieht hübsch aus. Ein paar einzelne kleine Grundstücke mit ein paar einzelnen kleinen Häusern, die sich teilweise den Garten teilen, weil der Zaun irgendwie nicht durchgängig ist. Wie hier auch. Vielleicht hat das Geld nicht gereicht. Achso, ne, der Zaun hier, der hier sind wahrscheinlich auch, die gehören sehr wahrscheinlich zu den Häusern, zu den Grundstücken selbst dazu und sind nicht allein gebaut. Aber könnte man ja trotzdem hier noch so einen Zaun noch dazwischen ziehen,
Und die Schule ist gar nicht abgegrenzt. Da stehen einfach nur ein paar Bäume und Büsche, sodass jeder Perverse da direkt auf den Schulhof rennen kann. Ja, ist kein Thema. Geht schon. Alles kein Problem. Dann ist Squidport. Groß und viel. Da ist der rosa-rote Donut-Lutscher schon wieder. Hey, kann ich hier eigentlich auch drauf klicken? Nee, gell? Aber euch kann ich antippern. Was war das? Die hat doch jetzt Geräusche gemacht, die Wolke. Die hat doch irgendwie so... oder irgend sowas gemacht. Ich bin jetzt blöd. Okay, ich bin blöd, aber nicht so blöd, dass ich mir Geräusche einbilde, die nicht existieren. Ey, der ist cool. Der Buddhistentempel, der gefällt mir. Das hast du gut. Hast du cool gemacht. Gefällt mir gut. Okay, hier hast du ein paar chinesische Lampignons aufgestellt. Ich habe gehört, die leuchten von abends um 8 bis morgens um 8 oder so. Ich hoffe, ich bringe die Uhrzeit nicht durcheinander. Müssten wir mal drauf achten. Könnte ja eventuell, ist, war dann auch der Gedanke von, ich weiß nicht mehr, wer es gepostet hat in den Kommentaren, dass eventuell so eine Tag-Nacht-Geschichte geplant ist. Wobei ich nicht weiß, wie man das umsetzen will, weil das Spiel ist ja international. Und während in Amerika Nacht ist, ist ja hier Tag. Zumindest zu dem größten Teil. Und dann wäre es, glaube ich, schwer, das adäquat umzusetzen. Ja, aber cool. bis auf diese Anhäufung. Diese Anhäufungen, sinnlosen Anhäufungen von irgendwelchen Gebäuden hier. Ein recht ansehnliches Springfield. Wenn man mal den rechten Rand und sein Springfield Heights ausblendet, was du ja mit einer Monorail auch machst. Die fährt ja auch nur da, wo sie Bock hat, hier so durchs Zentrum, da wo es halt hübsch ist. Und der Rest interessiert nicht. Und hier fehlen auch noch ein paar Geländefelder, sehe ich gerade. Aber egal. Gut, Doppler 02. Cool, schön, dich in meiner Nachbarschaft zu haben. Ich spring dann mal raus. Zum nächsten. Das kann jetzt einen Moment dauern. Ich muss jetzt hier bis zu obwohl, so weit ist es gar nicht. Ich bin ja schon bei J und damit bin ich auch quasi schon bei K. Da ist auch schon K und nach K kommt ja, wer es weiß, L. Und zwar, das sind sogar drei. Wow, gleich drei mit L. Und zwar der erste ist der Level Upper 995. Stufe 97. Jetzt habe ich gar nicht geguckt. Beim Doppler 02, wie es bei deinen Sternchen ausgesehen hat. Aber naja. Hier fehlt ein halber, nicht so schlimm. Ich würde trotzdem gucken, dass ich mich darum kümmere. Ist bestimmt Rechtschaffenheit. Falls du es nicht weißt, da helfen diese komischen Trainingsmauern, diese hässlichen roten Dinger. Aber die kann man wunderbar verstecken, damit die nicht so auffallen. Hinter dem Gebäude jetzt vielleicht nicht so, aber hinter größeren Gebäuden, wie dem hier zum Beispiel. Da kann man ruhig mal 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück hinstellen, ohne dass man die sieht. Also ohne, dass sie dein Springfield verschandeln. Und dann kann man das eigentlich ganz gut hinmachen. Das ist auch eine gute Idee. Hier den ganzen Schrott, den man aus dem All zugeflogen bekommt, dass man den direkt da zu den Müllhalden macht. Ist eine coole Idee. Ansonsten sieht auch alles so ein bisschen durcheinander aus. Und so ein kleines bisschen lieblos hingeschmissen. Das hier ist cool. Das ist sehr farbig allerdings, aber da kannst du ja nichts für. Aber das gefällt mir jetzt optisch nicht. Das sticht zu sehr von den anderen Gebäuden heraus. Ja, hier haben wir ja eben gerade gestartet. Das ist das Aktuelle. Hier mit dem ganzen... Du hast den Hangar schon gegeben. Mir fehlt ja der Hangar. Den kann man hier nur gewinnen. Das ist ja ein Zufall. Halt, pst, ich muss jetzt mal gucken. Nee. Wer hat denn dann dieses komische Geräusch? Das weiß er wahrscheinlich. Es hat dann doch in meinem Kopf geklopft oder so. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, wo ich das Geräusch gehört habe vorhin, aber... Naja. Was ich auch ein bisschen seltsam finde... ist, dass diese Eismauern, dass die nicht schmelzen, wenn der Winter vorbei ist. Vielleicht kommt es dann noch im Sommer, glaube ich zwar nicht, aber eigentlich müssten die ja schmelzen. Auch die Schneemänner. Der Schneemann zumindest müsste eigentlich schmelzen. Die anderen Schneemänner sind, glaube ich, schon... Ja, genau, hier, die anderen Schneemänner sind schon geschmolzen. Also es ist eigentlich schon Sommer, beziehungsweise es ist kein Winter mehr und damit schmilzt eigentlich alles, was aus Eis ist, die Figuren hier auch nicht. Alles ein bisschen seltsam, aber da, wie gesagt, da kannst du ja nichts für. Das ist ja dann eine EA-interne Sache. Ich bin ja schon froh, dass ich hier Straßen sehe. okay. Hast noch keinen Kreis geschlossen mit deiner Monorail. Hier hast du so ein bisschen den Stadtwald mit Wolfsfelsen, der keine Geräusche von sich gibt. Na gut. Leider nicht. Dann diese scheußliche Kirche, beziehungsweise diese scheußliche Kirchenfassade. Die gesponserte Kirche ist das, glaube ich. What would Jesus do, so nach dem Motto. Ich glaube, er würde sich übergeben, wenn er sowas sehen würde, aber naja, das ist...
kann ja jeder halten, wie er will. Bei mir steht das Höllenhaus. Da würde er sich dann wahrscheinlich auch übergeben, wenn er das sehen würde. Aber was juckt's mich, wenn ich ehrlich sein soll? Ich habe nichts gesagt. Also für Stufe 97, da fehlt dir hier oben aber noch einiges. Aber Hauptsache mehrere Ladlet Donuts, geht schon. Ein paar Quickie-Märkte auf einem Haufen, geht auch schon. Oder machst du hier? Nee, machst du nicht. Dafür sind es zu wenig. Ich habe nichts gesagt, ich habe auch nicht mal drüber nachgedacht. Also hier fehlt mir noch ein bisschen was. Von der Größe her. Und auch im Wasser schwimmt noch nicht allzu viel. Aber das muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden. Ah, ich weiß nicht, ob da nicht noch was dazukommt. Also das wirst du unter Umständen, wirst du das Footballfeld nochmal irgendwo anders hinsetzen müssen. Aber ich bin mir nicht sicher, ich habe keine Ahnung. Es gab es wohl schon mal, dieses Footballfeld, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Also ich kann mich persönlich nicht daran erinnern. Aber ich habe auch immer mal so ein paar Zeiten gehabt, wo ich nicht so aktiv gewesen bin. Aber ich habe es, glaube ich, in den Kommentaren irgendwo gelesen, dass es das schon mal gab. Und naja, wir werden sehen. Ja, alles in allem. Ah, da ist die Himbeere wieder. Mittlerweile habe ich sie ja, deswegen muss ich sie ja nicht mehr hassen und verabscheuen und beschimpfen und mit Flüchen belegen. Von daher juckt mich nicht mehr. Stellt sie doch hin, wenn ihr wollt. Juckt mich nicht. Ich habe auch eine. Ich habe eine eigene, meine ist viel schöner, die leuchtet viel heller als eure. So, jetzt wisst ihr es. Jetzt wisst ihr Bescheid. La Bicyclette. Ja, cool. Level Upper 995. Schön, dich in meiner Nachbarschaft zu haben. Ich spring dann mal weiter zu meinem nächste Nachbarin. Ich weiß es gar nicht genau. Hier, Lualmu. 1, 2, 3, 4, 5. Sehr ausgefallene Zahlenkombination am Ende. Aber das kann ich nicht mehr. Das ist cool. Als nächstes kommt nämlich der Lucky Man. Ihr drei seid hier so direkt aneinander gereiht. Da muss ich gar nicht großartig suchen, gar nicht großartig scrollen. Finde ich gut. So könnt ihr das mal öfters machen. Ihr müsst euch so bewerben und so in meine Liste reinkommen, dass ich euch so annehme, dass das alles der Reihe nach ist. Ist das klar? Sehr wahrscheinlich nicht. Ich habe es selbst nicht so ganz verstanden. Aber das ist nicht so wichtig. Also, Lualmu, 1, 2, 3, 4, 5. Eigentlich müsstest du ja... Hier, ich wollte gerade schon einen Stern für die einfallsreiche Kombination da hinten geben. Aber das lasse ich jetzt mal gerade bleiben. Dir fehlt auch noch ein halbes Sternchen. Guck, dass du dich drum kümmerst. Ist nicht viel, aber hilft. Hier, du hast mir ganz schön viele Lichter gestellt. So viele Lichter würde ich bei mir nie setzen. Niemals. Dann könnt ihr ja alle sehen, wo sie hinkommen. Dann landet ja keiner mehr in meinem Springfield, wenn die sehen, was für ein Schutthaufen das eigentlich ist. Von daher. Oh! Das ist nicht hübsch, das sieht. Oh. Das ist beängstigend, wenn ich ehrlich sein soll. Eine Reihe allein wäre schon beängstigend, aber gleich drei Stück nebeneinander. Hier, das komische Scheißhaus. Das war doch ein Scheißhaus, soweit ich mich erinnern kann. Du weißt, ist das nicht die Brücke? Nee, das ist dieses Langhaus, glaube ich. Von der Heidengeschichte. Oder diesen Winter. Hier haben wir ein bisschen Zukunft. Okay, ein bisschen viel Zukunft. Okay. wenn ihr das wenigstens nicht alles immer in eine Reihe aufstellen würde, dann wäre das ja alles gar nicht so. So sieht es halt lieblos aus. So eine Häuserfarm, das ist okay. Wenn man die so alle zusammenstellt, dann hat man sie wenigstens schneller abgeklickt. Aber hier das alles so... Naja, kann ja jeder machen, wie er will. Ist ja sein Springfield. Und es ist natürlich auch nur meine Meinung. Du hast ja auch diese komische, gesponserte Kirche. Was wollt ihr nur alle mit diesem komischen Jesus? Findet ihr den cool? Do you think Jesus is actually cool? Auch da kann natürlich jeder machen, wie er will. Ich glaube nicht dran, aber ich... Lass auch jedem seinen Glauben, um Gottes Willen. Also ich bin keiner, der irgendjemandem seinen Glauben absprechen will oder schlecht machen will oder sonst irgendwas. Ich glaube halt einfach nicht dran. Glaubensfreiheit für alle. Freiheit für alle! Free Jesus. For example. For an instance. Whoever. Whatsoever. Oh, hier ist die leuchtende Himbeere. Deine Monorailbahn, die läuft wenigstens schon so ein kleines bisschen rum. Hier ist auch so, das sieht auch so ein bisschen gewürfelt hier schon wieder aus. Da steht der Duffbier-Truck direkt bei den Simpsons im Garten. Für Hobby würde sich das natürlich anbieten, gar keine Frage, aber ja, thematisch gesehen schon ein bisschen seltsam. Was haben wir hier alles noch? Wenigstens gibt es Straßen. Zum größten Teil zumindest. Hier ist das Footballfeld, da ist schon ein bisschen Platz gelassen. Hier die
chinesische Mauer, die wächst und gedeiht ja bei mir auch. Aber ich fürchte fast, du kannst sie hier nicht weiterbauen. Ich glaube nämlich, die kann man nicht über Straßen bauen. Ich habe es nicht ausprobiert, aber ich gehe mal schwer davon aus, dass das nicht funktioniert. Deswegen steht die bei mir direkt am Rand. Ich habe die auch hier unten angefangen und meine wächst nach da und nach da zeitgleich. Ich breite mich gleich in alle Richtungen aus, wie es gerade nur so geht. Auch hier hast du wieder alles. Ich würde euch sowieso empfehlen, lasst Homer und Lisa das hier abernten. Das gibt die Möglichkeit, da können Donuts drinstecken in dem Müll, wenn der abgearbeitet wird. Und abgesehen davon, dass es wirklich nicht hübsch aussieht. Ach. Ja, man sieht hier, das. Ja, da hat sich jemand keine Mühe. Keine Mühe gegeben. So einfach alles, was gleich ist, zusammen hingestellt. Mir persönlich gefällt es halt nicht. Überhaupt gar nicht. Okay, hier hast du alle die Dinger, die Heizwährungen herstellen, auf einen Haufen geschmissen. Da stehen ein paar Geldbäume auf einem Haufen. Und da stehen ein paar, auf einem Haufen. Also du bist so ein kleiner Häufchenbilder oder eine kleine Häufchenbilderin. Ich würde eher sagen, du bist ein Junge, denn die meisten Mädels, sorry Jungs, ich weiß, es gibt auch andere, aber die meisten Mädels geben sich deutlich mehr Mühe bei ihren Städten, dass das alles ordentlich aussieht, dass das alles hübsch aussieht, dass die Gebäude, die Gelände alle schön abgegrenzt sind, dass jeder seinen eigenen Garten hat und einen Busch oder einen Zaun drum gezogen und weiß der Geier was nicht alles. Das liegt, glaube ich, in der Natur. Ich glaube, die Mädels sind da einfach grundsätzlich, die sind da mehr. Wenn ich mir meine Frau angucke, die hat so einen Baudesigner, damit kann sie Häuser bauen und Wohnungen einrichten. Da geht die auf drin, stundenlang, und auch bei Minecraft oder bei Seven Days to Die oder irgend sowas, wenn die irgendwo was hat, wo sie was einrichten kann, wo sie Blümchen und Töpfchen und Stühle und Tische und keine Ahnung was, Bilder und kein Plan, was alles hinstellen und hinhängen kann, dann ist die vollkommen glücklich. Und das ist bei vielen Frauen so, und das fällt mir auch immer wieder auf, wenn ich mir die Städte hier angucke. Bei vielen Namen kann man es ja sehen, ob es ein Mann oder eine Frau oder ein Mädchen oder ein Junge ist, je nachdem wie alt. Und man sieht da schon, kann da teilweise deutliche Unterschiede erkennen. Die meisten Jungsstädte sehen so aus, hier so, das ist so ein typisches Bild für die Jungsstadt, und die meisten Mädelsstädte, ich weiß gar nicht, ob ich in der Stadt hier überhaupt sowas finden kann. Als Beispiel, ich glaube eher nicht. Also selbst da, wo ordentlich gemacht ist mit Straßen drumherum und so, selbst da sieht es irgendwie nicht aus, wie ich denken würde, dass Mädels das machen. Gut, okay, ist ja wurscht. Ist ja deine Stadt, kannst du ja machen, wie du willst. Das habe ich schon ein paar Mal gesagt. Bei jedem sage ich das immer wieder. Ist ja nur meine Meinung. Aber Lualmu, 1, 2, 3, 4, 5. Schön, dich in meiner Nachbarschaft zu haben. Ich gehe weiter zum Nächsten. Zur Nächsten. Ich weiß es nicht genau. Lucky Man. Keine Ahnung, das Man am Ende. Ja, klingt halt dann doch nach Man. Ne? Schauen wir einfach mal. The Lucky Man. Stufe 60, bist du ein Stern, fehlt dir auch hier, gilt. Ich würde versuchen, mich darum zu kümmern, um den einen Stern. Es nervt noch ein bisschen, wenn man Level Up bekommt. Das hört mit Level 60, hat das jetzt auch aufgehört. Zumindest ist es mir danach nicht mehr aufgefallen. Oder nicht so extrem. Eigentlich gar nicht, aber das hat nichts zu bedeuten. Dass ab Level 60 man nicht mehr mit jedem Level Up, das man hat, hier direkt Sterne verliert. Aber es kann natürlich sein, dass ich so viel übergebaut habe, also so viel mehr gebaut habe, wie ich für die Sterne eigentlich, für die Bewertung eigentlich gebraucht hätte, dass man auch mit 10 oder 20 Level-Ups dann, dass da nichts passiert, weil ich einfach immer noch genug davon gebaut habe, aber das weiß ich jetzt nicht so genau. Ich habe mich da noch nicht schlau gemacht. Aber cool, wo bin ich jetzt hier gestartet? Hier bin ich gestartet. Das heißt, du spielst das Event gar nicht. Heißt das etwa, du bist inaktiv? Gibt gar keinen Flughafen bei dir. Was heißt denn unter Umständen, dass ich hier gar nichts abklickern kann? Da fehlt aber noch einiges an Geländefeldern. Und wenn ich mich hier so umgucke, dann würde ich hier auch definitiv sagen, das ist Lucky Man ist ein Man. Man, 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 Manly, Man, Man, Man. Und keine Dame. Keine Dame würde hier Springfield so aufbauen. Und so hier 5000 Palmen, alle Reihe an Reihe. Nicht mal irgendwie so ein bisschen versetzt, dass das natürlich gewachsen
aussieht oder sowas. Ich glaube nicht, dass... Ich glaube nicht, dass du ein Mädel bist. Oder eine Dame. Du bist ein Herr. Oder ein Bub. Ah, hier kann ich. Da ist was. Einmal, zweimal. Du kannst mich einmal. Du kannst mich zweimal. Du kannst mich dreimal, wenn du willst. Den Film kennt ja wahrscheinlich von euch keiner. Cheech and Chong. Erster Teil. Nee, gar nicht wahr. Zweiter Teil. Ist nicht schlimm, wenn ihr den nicht kennt. Zumindest theoretisch. Außer ihr seid über ein gewisses Alter und habt einen gewissen Lebensstil schon mal teilweise gehabt oder so. Ich sag da jetzt einfach nicht mehr dazu. Ich hab sowieso schon gar nichts dazu gesagt. Hier, die chinesische Mauer. Oh, du hast schon zwei Türmchen. Ich wollte noch keinen Turm. Ich glaube, ich setze erstmal nur in alle vier Ecken. In allen vier Ecken soll ein Türmchen drin stecken. Neuer Spruch fürs Poesiealbum. Sowas kennt ihr, glaube ich, heute. Sowas gibt's heute gar nicht mehr, gell? Poesiealben. Früher sind die Poesiealben in der Schule rumgereicht worden und heute, keine Ahnung, ist ja wahrscheinlich WhatsApp. Gib mir mal deine WhatsApp-Nummer. Das ist so heute. Ist ja wahrscheinlich heute das die Poesiealben von damals. Also WhatsApp sind die neuen Poesiealben. Ja, aber ansonsten, also ist jetzt hier nichts wirklich Auffälliges. Ist so, bis auf die komischen Palmen. Die mir schwer nach genmanipulierten Aufstellung aussehen. Aber ansonsten ein recht unauffälliges Springfield of Tomorrow. Aber ist sonst nichts von Tomorrow. Also hier hast du noch so ein paar Holo-Hecken. Und hier auch noch so ein paar Polo-Dinger. Polo-Dinger vor allen Dingen. Ja, ist schon klar, Mario. Gut. Lucky Man. Freut mich auch, dich in meiner Nachbarschaft zu haben. Ich bin ja über jeden Nachbar froh. Finde ich immer wieder cool. Auch wenn ich sie dann irgendwann alle wieder raustreten muss. Also, wer sich zwei Wochen lang nicht eingeloggt hat, fliegt dem wachsenden Flügel. Jetzt muss ich noch ein kleines bisschen nach. Ja, halt, ne? Was soll man sonst sagen? Der Rubalcaba oder die Rubalcaba R01. Auch hier, ich habe keine Ahnung. Lässt sich wieder nicht deuten. Anhand des Nicknames. Schwupp, schwupp, schwupp. Direkt mal alles abgekickt, was mir in den Weg gekommen ist. Aber wenn ich hier so gucke... okay. Obwohl, du bist erst Stufe 45. Dir fehlen auch noch zwei Sterne. Also da würde ich mich wirklich... zwei Sterne würde ich mich wirklich kümmern. Boah, was ist denn hier los? Das ist ja wie, wenn du mit einem Stock in den Ameisenhaufen gestochen hast. Ja, schlimm. Ups, gibt's da was umsonst? Gibt's da irgendwas umsonst für Touristen? Hier kommen sie näher, kommen sie ran. Hier werden sie genauso abgezockt wie nebenan. Oder noch schlimmer? Ja, du bist halt erst Stufe 45, wollte ich eigentlich sagen. Da ist dein Springfield natürlich erfahrungsgemäß auch noch nicht so groß. Das kommt dann natürlich auch immer noch drauf an. Ist ja geil, es sieht aus, als würde die auf dem Gockel oben draufstehen. Kommt natürlich auch immer noch drauf an, wie schnell du gelevelt hast. Ja, ob du Donuts ausgegeben hast, ob du irgendwie angefangen hast, die Donuts zu farmen oder sonst irgendwie, wobei das so klein eigentlich schon noch recht schwer ist. Aber egal, weiß ich ja nicht, wie du es gemacht hast, wie schnell du gelevelt hast. Aber ansonsten ist dein also für Level 45 ist noch relativ wenig, relativ klein, was die Größe angeht von der Stadt. Und dann ist natürlich auch schwer hinterherzukommen. In den letzten Events, die es gegeben hat, da gab es sehr, 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 sehr viele Gebäude und auch viele große Gebäude. Dass es dann so ein bisschen chaotisch aussieht, kann ich mir durchaus vorstellen. Das kann unter Umständen auch wirklich einem Mädel, einer Dame passiert sein, dass es hier mal so aussieht. Aber ja, damit muss man dann halt leben. Gut, Rubalcaba R01, auch schön, dich in meiner Nachbarschaft zu haben. Und damit war's das. Das waren fünf Stück. Fünf Neulinge in meiner Nachbarschaft, die ich besucht habe. Und von daher würde ich sagen, ja, war's das von mir für diese Runde. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Schreibt mir was in die Kommentare, wie euer EA-Nick zum Beispiel. Es gibt immer Leute, die suchen Nachbarn. Und so könnt ihr welche finden. Ihr könnt gefunden werden und selbst auch noch suchen, weil andere Leute sich natürlich auch mit ihren Nicks in meinen Kommentaren oder unter meinen Videos in den Kommentaren verewigen. Und so kann jeder seine Nachbarschaft auffüllen. Peu à peu, wie der Franzose sagt, Stück für Stück. Und ich wünsche euch daher noch einen schönen Tag. Habt viel Spaß da draußen. Wir sehen uns dann in einem meiner nächsten Videos. Ciao!